Das ist eine neue Kräutersuppe aus frischen Zutaten, darunter 9 Wildkräuter unserer Region. Dieses wundervolle Rezept wurde von Deine Ernährung veröffentlicht. Ihr findet den Link zu diesem Rezept unter diesem Video. Damit ihr auch wisst, welche verschiedenen Kräuter ihr für so eine Suppe verwenden könnt, stelle ich euch in diesem Video die wichtigsten Kräuter für das Frühjahr vor. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das ist mein erstes Wildkräuter-Video im Jahr 2019. Es gibt schon etliche Videos zu der Thematik Wildpflanzen, Baumblätter und Wiesengras hier auf meinem Kanal. Dazu gibt es auch eine Playlist, die verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Aber auch in diesem Jahr möchte ich wieder ein Wildkräuter-Video veröffentlichen. Auch wenn ich schon viele Wildkräuter gezeigt habe, ich möchte einfach nochmal die Wildpflanzen, Wildkräuter, Baumblätter in den Fokus rücken. Es kommen ja auch immer wieder neue Zuschauer dazu und diese möchte ich einfach für die Wildkräuter begeistern. Ihr wisst ja, dass ich schon seit vielen Jahren Wildkräuter in meine Ernährung integriere und sie mit als die wichtigsten Nahrungsmittel in meiner pflanzlichen Ernährung sehe. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Wildkräuter, Baumblätter für euch gefilmt. Ich wollte eigentlich erst alles in ein Video packen, damit die Videos aber nicht zu lang werden und man da nicht einfach überfrachtet ist mit zu vielen Bildern, habe ich mich einfach dafür entschieden, 2 Wildkräuterteile hochzuladen. Heute seht ihr den ersten Teil, in den nächsten 1-2 Wochen den zweiten Teil. Am Anfang des Videos habe ich euch die neuen Kräutersuppe gezeigt. Viele von euch werden wahrscheinlich auch Bärlauchblätter erkannt haben. Die Bärlauchzeit ist auch hier bei uns fast vorbei. Der Bärlauch beginnt schon zu blühen und da geht das Aroma, die Kraft, die Nährstoffe gehen in die Blüte über und die Blätter werden langsam welk. Viele Menschen haben aber gar keinen Bärlauch in ihrer Region. Dann ersetzt einfach diesen Bärlauch mit einem anderen Wildgrün eure Wahl. Übrigens findet ihr alle Wildkräuter und Baumblätter, die ich in diesem Video zeige, auch ausführlicher beschrieben in meinem E-Book Gesund Grün Essen. Da gibt es einen großen Wildkräuterteil und dazu gibt es in dem E-Book auch Informationen zu den Mikroalgen, zum Kulturgrün, zum Beispiel Gartenkräuter, dann grünblättrige Sprossen, Grünkraut und grüne Gräser und natürlich viele, viele Rezepte. Ihr findet den Link zu diesem E-Book unten in der Infobox. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Das ist die Vogelmiere. Diese Wildpflanze gehört zu meinen Lieblingswildkräutern. Die Vogelmiere ist eine recht zarte und zierliche Pflanze. Das seht ihr hier. Aber sie kann auch recht fleischige Stängel entwickeln und auch recht groß werden. Gibt es ein paar größere Exemplare? Oder auch hier? Hier könnt ihr die Blätter der Vogelmiere auch ganz gut erkennen. Die Blätter sind eiförmig und laufen von spitz zu. Und es stehen sich jeweils 2 Blätter gegenüber. Ihr seht hier auch, die Vogelmiere blüht weiß. Hier seht ihr die kleine Blüte der Vogelmiere. Die Vogelmiere ist ein sehr gutes Einsteiger-Wildgrün. Sie schmeckt Mais- bis erbsenartig, generell sehr frisch und angenehm. Bärlauch in Massen. Überall, wo man hier auf den Boden schaut, Bärlauch. Und ihr seht auch, zum größten Teil blüht der Bärlauch auch schon. Ihr könnt schöne Bärlauchblüten erkennen und die sind auch essbar. Schön scharf, auch leicht süßlich. Die können auf alle Fälle auch geerntet werden. Die Bärlauchblätter werden jetzt auch langsam schlaff. Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Eigentlich stehen die Bärlauchblätter nach oben. Und wenn die Bärlauchpflanze blüht, dann geht die Kraft ja in die Blüte. Und die Blätter werden dann langsam welk. Diese Wildpflanze nennt sich Girsch. Ihr habt hier ein wundervolles Exemplar, noch eine junge Pflanze. Die wachsen ja noch viel größer. Was man erkennen kann, dass die Blätter geteilt sind. Gerade oben an der Spitze, das Blatt ist immer dreigeteilt und die 2 anderen Blätter meistens
zweigeteilt. Der Blattstiel, wenn man da hier so lang fährt, ist auch dreikantig. Das ist so ein Merkmal der Girschpflanze. Die Blätter laufen von spitz zu und der Rand ist gezahnt. Hier seht ihr überall Girsch. Also Girsch tritt meistens auch in größeren Mengen auf. Ein wundervoller Schatz hier mitten in der Natur. Hier seht ihr jungen Spitzahorn. Diese Baumblätter sind sehr gut geeignet für frisches Wildgrün im Frühjahr und am besten schmecken die kleinen, die jungen Blätter. Der Spitzahorn hat ja ganz typische Blätter, die kaum mit irgendwas anderem verwechselt werden können. Hier wächst der Gundermann in Massen. Alles, was ihr hier seht, sind Gundermannpflanzen. Ein wunderbares, herbschmeckendes Wildgrün. Die Gundermannblätter sind nierenförmig mit eingekerbtem Rand. Das kann man auch ganz gut hier sehen. Die Blätter des Gundermanns sind, wenn man so eine Pflanze von oben betrachtet, kreuzgegenständig angeordnet. Und wie ihr hier seht, wächst der Gundermann kaum als einzelne Wildpflanze, sondern kommt oftmals in großen Mengen, Massen vor. Essbar sind auch die lilafarbenen Blüten. Das sind kleine Brennnesselpflänzchen. Diese sind sehr gut für eine regionale und nährstoffreiche Ernährung geeignet. Die Brennnessel ist sehr mineralstoffreich und ähnlich wie Gänseblümchen und Löwenzahn wohl für die meisten sofort identifizierbar und spätestens, wenn man sie aus Versehen berührt, dann auch fühlbar. Das Charakteristische an den Brennnesseln ist ja oder sind ja ihre Nesselhaare auf Stängel und Blättern. Die Brennnesseln schmecken spinatartig bis würzig. Es gibt auf meinem Blog einen Artikel, in dem ich aufzeige, wie viele Varianten es gibt, die Brennnessel roh zu essen. Und es gibt auch zwei Varianten, die Brennnessel direkt kurz nach dem Pflücken roh zu essen. Ich verlinke euch den Blogartikel oben rechts in den Infokarten. Das ist die Knoblauchsrauke. Sie blüht schon weiß. Die Blätter könnt ihr hier auch sehr gut erkennen. Die Blätter variieren auch ein bisschen. Oben sind sie eher herzförmig, also laufen von spitz zu. Und wenn man weiter runter geht, dann werden sie eher nierenförmig. Kann man, glaube ich, hier auch ganz gut erkennen. Weiter unten sind die Blätter generell größer als hier weiter oben. Wie der Name Knoblauchsrauke schon vermuten lässt, schmeckt dieses Wildkraut leicht knoblauchartig. Das ist die Schafgarbe mit zarten, fein gefiederten Blättern. Man kann hier gut erkennen, es gibt einen Mittelstrang, von dem kleine gefiederte Abzweige abgehen. Die Schafgarbe schmeckt herb und würzig. Mich erinnert sie immer ein bisschen an Muskat. Lindenblätter gehören im Frühjahr zu meinen Lieblingsblättern. Sie schmecken recht mild und leicht nussig und sättigen auch sehr gut. Übrigens sind die Blüten von Sommer- und Winterlinde auch essbar. Diese Linde blüht noch nicht, also kann ich euch leider noch keine Blüten zeigen. Das ist das Wiesenschaumkraut mit weiß, leicht rosafarbenen Blüten. Ihr seht, bei dieser Wildpflanze gibt es nicht so viele Blätter und auch keine großen Blätter. Ihr könnt so ein paar gefiederte Blätter erkennen. Die Blüten der Stängel
und die kleinen Blätter sind essbar. Das Wiesenschaumkraut schmeckt kresseartig, leicht scharf. Hier seht ihr Lungenkraut mit wunderbaren rosa- und lilafarbenen und roten Blüten. Die Stängel des Lungenkrautes sind leicht behaart und die Blätter sind recht rau. Also wenn ihr die Blätter anfasst, dann fühlt sich das ein bisschen rau, aber auch flauschig an. Also die Blätter sind auch leicht behaart. Die hellen Flecken, die ihr auf den Blättern des Lungenkrautes seht, sind auch recht typisch für diese Wildpflanze. Das Lungenkraut schmeckt recht mild. Manche sprechen auch von Gurken ähnlich. Hier seht ihr einige Exemplare der Taubnessel mit rosafarbenen Blüten. Die Taubnessel gehört zur Familie der Lippenblütengewächse. Die Blätter der Taubnessel sind am Rand stark gezähnt und laufen von spitz zu. Der Stängel der Taubnessel ist vierkantig und leicht behaart. Also das merkt man dann vor allem, wenn man über den Stängel fährt. Der ist halt nicht rund, sondern kantig. Die Blätter der Taubnessel sind gestielt und stehen sich wechselständig gegenüber. Das hier ist ein Eichenbaum. Ihr seht, es gibt schon viele junge Blätter. Auch junge Eichenblätter sind im Frühjahr essbar. Sie schmecken recht bitter. Eichenblätter enthalten viele Gerbstoffe und je älter die Blätter dann sind, umso bitterer schmecken sie und umso mehr Gerbstoffe enthalten sie. Also am besten nur ganz junge Eichenblätter zu euch nehmen und dann auch nur wenige. Hier seht ihr noch eine Nesselart, das ist die Goldnessel. Ihr seht gelbe Blüten, daher wahrscheinlich auch der Name. Allerdings unterscheiden sich die Blätter etwas im Gegensatz zur Taubnessel, die ich euch vorher gezeigt habe. Also die Blätter sehen hier eher oval aus, sind größer und länglicher. Übrigens sind auch die Blüten der Taubnesseln wie auch der Goldnessel essbar und schmecken süßlich. Die Taubnessel wie auch die Goldnessel haben einen würzig-pilzigartigen Geschmack. Das ist meine Wildkräuterausbeute für einen Tag. Ihr seht hier verschiedene Wildkräuter in kleineren Mengen und oft werde ich auch gefragt, wie man denn diese Wildkräuter verwenden könnte. Am liebsten esse ich Wildkräuter pur, einfach unvermischt und genieße die geschmackliche Vielfalt der verschiedenen Wildkräuter. Ihr könnt auch Wildkräuter entsaften oder einen kleinen Teil von Wildkräutern mit in grüne Smoothies geben. Oder ihr schneidet Wildkräuter klein und gebt sie mit zu einem Salat. Also die Verwendungsmöglichkeiten von Wildkräutern sind wirklich sehr vielfältig. Für den Anfang würde ich empfehlen, die Wildkräuter pur zu essen, erstmal zu schauen, wie schmecken denn diese Wildkräuter und vor allem, wie viel von diesen Wildkräutern vertrage ich denn überhaupt. Eventuell neigt man sonst dazu, zu viel von verschiedenen Wildkräutern in einen grünen Smoothie zu geben, mehr als der Körper vielleicht in dem Moment vertragen kann. Und durch das süße Obst im grünen Smoothie wird dann eine gewisse Grenze überschritten und nicht erkannt. Also wenn ihr Wildkräuteranfänger seid, dann am besten kleine Mengen von neuen Wildkräutern probieren und nach einfach in die Ernährung integrieren und eventuell auch die Menge erhöhen und immer auf das Körpergefühl schauen und ob sich der Geschmack verändert. Wenn der Geschmack zum Beispiel umschlägt und das Wildkraut auf einmal unangenehm schmeckt, dann ist die Grenze erreicht, dann für den Moment aufhören, stoppen mit dem Essen dieses Wildgrüns und das einfach nochmal an einem anderen Tag probieren. So könnt ihr dann immer Schritt für Schritt austesten, welche Menge
an welchem Wildgrün für euch aktuell am besten geeignet sind. Das waren essbare Wildkräuter und Baumblätter im Frühjahr Teil 1. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges aus dem Video mitnehmen. Hinterlasst mir gerne euer Feedback als Kommentar unter diesem Video. Mich würde auch interessieren, welche Wildkräuter sammelt ihr aktuell am liebsten? Was sind eure Lieblingswildkräuter? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Silke.